Herzlich willkommen, Leute, bei dem Gusor, der einfach jetzt mal nochmal eine Runde Clash Royale spielen möchte. Und ich habe mir halt wirklich wieder die Arbeit gemacht, in Anführungsstrichen, und mache das übers iPad. Sehr geil. Weil, ja, wie gesagt, also mit BlueStacks finde ich es wirklich bei Clash Royale nicht so knüllermäßig. Und dann sollte man das, glaube ich, auch nicht machen. So, jetzt muss ich aber gerade überlegen, was ich noch verwenden könnte als nächstes. Ach, kommt, Leute, dann hau ich lieber die Pfeile nochmal hoch. Und dann kämpfen wir gleich. Ich würde gerne was upgraden, aber ganz ehrlich, da fehlen mir die Gems für. Leider, beziehungsweise das Gold. Ich würde nämlich gerne die Musketiere upgraden. Habe soweit die Karten zusammen, stehe aber da, ja, und kann halt nichts machen. Weil ich ja die Kohle dafür nicht habe. Jetzt gucken wir mal. Ich nehme mal wieder hier Musketieren. Ich meine, Level 8 Gegner wird natürlich schwerer. Und er nimmt jetzt auch nur den Bomber. Gucken wir mal, was hier geht. Okay, das ist noch machbar. Ja, das sollte passen. Ja, ich meine, der hat meinen Turm schon ganz schön ordentlich auseinandergeruppt. Aber ich muss ja auch dazu sagen, ich bin an seinem Turm ja auch dran. Sein Turm ist auch kurz vor Ende und der zweite ebenfalls. Wobei ich jetzt das eigentlich nicht zu krass riskieren würde. Ich habe. Genau, jetzt haue ich noch die Walküre raus, weil ich würde nämlich denken, dass er eventuell noch eine Lufttruppe hat. Und will da so ein bisschen was truppentechnisch noch aufheben, sage ich mal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass ich nämlich noch da kontern könnte. Jetzt hätte ich nämlich den Magier und. Ja, das sollte passen. Jetzt gucken wir mal, mit was er jetzt ankommt. Ah, nee. Zack und. Ja, nur komm. So, dann. Gehen wir mit dem Riese mal ran. Was jetzt nicht unbedingt die cleverste Variante ist. Aha, besonders wenn er jetzt nochmal so nachlegt. Und da nochmal hier Truppen ransetzt. Klar, dann spammt sich das alles so. Und dann kommen die auf einmal, wenn der Riese dann platt ist. Aber hier hat es geklappt. Ah, jetzt giftet der mein Zeug weg. Der Gift ist schon echt übel. Ich wette mit euch, an dem Gift wird noch mein Turm sterben. Also an dem natürlich nicht, aber er wird nochmal ein Gift droppen und daran wird mein Turm down gehen. Ja, klar, dass ihr. Das ist klar, dass ihr jetzt das in so einer Variante probiert. Jetzt. Ah, die Zeit zählt schon doppelt. Na, ich glaube, ich hätte eher auf einen sicheren 2-Kronen-Sieg gehen sollen. Oder können wir ihm jetzt echt noch richtig einen reinballern? Aber ich glaube, ich gehe wirklich auf einen sicheren 2. Auf einen sicheren 2-Kronen-Sieg. Beziehungsweise vielleicht. Ja, genau. Jetzt macht er mir den einen weg, klar. Ich hab's ja gesagt. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch schnell ein bisschen was reißen können. Sollte laufen. Ja, 170. Ah, scheiße, 170 am Arsch. 170. Das bringt mir gar keine Punkte, weil wenn er jetzt mit dem Hog Rider durchkommt, ja, der macht's. Okay, schade. Verloren, aber war eine knappe Sache. Und ich meine, er hatte immerhin ein Level mehr. Also von daher heule ich da gar nicht zu sehr rum. Ansonsten hat sich wirklich nicht viel geändert, weil ich wirklich nicht so krass. Oh, ich bin sogar runtergefallen. Weil ich halt nicht so krass gespielt habe. Wirklich nicht. Und ja, deswegen gab es jetzt nicht wirklich viel zu erzählen dazu. Muss ich ja jetzt mal fast sagen. Ich habe aber eine Kronentruhe, die ich öffnen kann. Mache ich gerne. Ah, fast. Ja, okay. Ich warte ja noch so ein bisschen. Ach, am Arsch. Leute, kommt. Wir öffnen hier eine Magietruhe. Jetzt öffnen. Ihr wollt es doch auch. Bomber. Oh, ja, Ofen,
Auch wenn die neu ist jetzt, klar. Hacker, ja, ist jetzt nicht so der Hype. Bitte versteht das nicht falsch. Also nicht, dass ihr denkt, oh naja, der Gusua spielt es ja nur halbherzig. Nein, nein, so ist es nicht. Also das macht schon Laune, das ist gar nicht das Ding. Aber ich bin jetzt da nicht aus dem Häuschen, wenn ich halt den Ofen ziehe irgendwie. Ich glaube, das könnt ihr verstehen, denke ich mal. Auch wenn ich ihn das erste Mal jetzt gezogen habe. So, dann schauen wir mal. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den Bogen an. Ach, kommt, Leute. Minions und Magier gleich. Hoffe ich mal nicht, dass er jetzt irgendwie ankommt und Pfeile hat. Genau. Diese Pfeile meinte ich. Aber zumindest der Drache ist so gut wie down. Yo, er ist down. Das passt sehr gut. Dann konnte ich gut kontern. Ah, zu lange oder zu wenig Zeit gewartet. So konnte die Musketierin da noch ran, aber hat mir jetzt nicht wehgetan. So, würde ich mal sagen, hier Bogenschützen vor. Dann gucken wir mal. Riese vor. Gucken wir mal, ob er seine Pfeile schon wieder setzen kann. Nee, kann er nicht. Immerhin. Ah, nee, die lassen wir auch. Der Riese geht halt down, so ist das Leben. Oh, das geht aber. Das finde ich gut, dass seine. Was hatte er da? Walküre oder was er da am Start hatte? Dass die down gegangen ist, das finde ich jetzt ziemlich gut. Seine Walküre ist weg. Finde ich noch besser. Und mein Turm müsste jetzt auch halbwegs defenden können. Jo, läuft. Sehr gut. Aber klar, ich meine, im Pekka-Spielplatz in der Arena sollte man dann auch nicht unbedingt nur ablosen. Das sollte dann eigentlich passen, den Gegner hier zu zerbersten. Er war eventuell in die falsche Richtung. Ich hätte den anderen eventuell noch lieber kaputt gemacht. Gucken wir mal. Und rennt rein. Jo, läuft bei euch. So, hier, jetzt mache ich den Fehler nicht mehr. Und lasse die Musketierin erstmal so weit rankommen, dass. Ah, okay, hier diese Dinger da, die neuen. Ich weiß noch gar nicht, wie die heißen. Aber. Ach so, die kommen aus dem Ofen. Ja, ihr müsst mir ja nicht gleich wehtun, Junge. Natürlich, gerade wo natürlich dann die Truppen gesetzt wurden, sind natürlich die Pfeile des Gegners immer schnell dabei. Und ich würde mal denken, er will mich hier, ja, mit diesen kleinen Dingern da richtig, an den Arsch kriegen. Mal schauen, ob er dazu hinbekommt oder nicht. Ich glaube ja eher mal nicht. Ich bin da mal ganz zuversichtlich. Also das ist sozusagen die neue Koboldhütte, ja. Wenn ich das so richtig sehe hier. Ja, hier kommen, hauen wir Magier rein. Junge, Magier. Voll ins Gesicht, Junge. Nochmal ein paar Truppen, die hier ein bisschen was mehr können. Und dann sollte das eigentlich ganz gut laufen hier. Ah, okay, hat er nicht unbedingt unclever gelöst hier mit dem Drago. Aber ich glaube, das sollte ich nicht wirklich verlieren. Aber ich habe ja schon so oft auf der Schnauze gekriegt, wo ich dann dachte, das müsste ja eigentlich ganz gut laufen. Ja, ich glaube, das wird hier ein Unentschieden, wa? Nehmen wir mal kurz ein paar Pfeile. Schön noch hier. Nee, das glaube ich nicht, dass er das durchkält. Da hat er den Kampf nicht mehr weitermachen können. So. Ich würde ja, wie gesagt, gerne die Musketieren, aber mir fehlen die Gems. Und, also, beziehungsweise das Gold. Ach, kommt, Leute. Eine können wir ja noch, wa? Eine können wir auch noch.
Ich will mir wieder die Lufttruppen lassen. Und dann werde ich mal gucken, dass ich eventuell wieder so ein bisschen mit dem Deck rumprobiere, dass ich da noch ein bisschen schaue, ob ich da noch was Schönes rausbringen kann. Wieder nah und fern in Combo, logischerweise. Genau. Oh, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Das konnte er nicht wissen. Aber er hat natürlich schön die Minions direkt so gesetzt, dass ich die gleich killen konnte. Er hat aber noch keine Pfeile gesetzt. Somit lasse ich das Koboldfass noch stecken. Das will ich jetzt nicht unbedingt gleich ihm in den Rachen werfen. Na, der Riese. Ja, nehmen wir einen Riesen. Minions. Falls er jetzt droppt die Pfeile, dann würde ich danach die Kobold Barrel, genau, werfe ich dahin. Pfeile helfen hier ja nicht so viel bei den Barbaren, dann lassen wir das. Oh ja, damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Das sah schon ganz nett aus. 500 Punkte. Bogies schon mal hier zur Abwehr. Die habe ich auch so ein bisschen, in dem Spiel habe ich die so ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die reißen doch schon ganz schön gut was weg. Muss man jetzt mal sagen, so, der ist weg, jetzt muss schnell gehen. Schnell, 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 schnell. Zack. Da muss ich auf jeden Fall die Pfeile noch, auch wenn die schon so dicht dran waren. Aber da muss man halt wirklich. Alter, jetzt haut der noch mit dem. Ah, jei, jei. Was nehmen wir da? Ja, da nehmen wir eigentlich gar nicht mehr, da können wir nicht mehr machen. Ah, manchmal ist der Magier auch echt nicht so clever. So, bringen wir das jetzt mit dem Kobold Barrel? Nee, wir müssen hier erstmal wieder den Sieg auf unsere Seite bringen, auf jeden Fall. Und außerdem warten wir einfach, was er tut. Genau, jetzt kommt er mit den Pfeilen. Jetzt würde ich natürlich gerne trotzdem eine Einheit dahinter setzen, weil sonst hat mein Riese einfach umsonst verloren. Und das wäre ja nur auch schade. Boah, ich krieg hier Packung über Packung, Junge. Ist nicht so schön. Zack, weg sind sie. Damit hat er nicht gerechnet, weil sonst hätte er den Rage nicht ausgepackt. Ja, Zeit läuft mir weg. Läuft mir einfach weg. Ich riskiere es jetzt einfach. Und ja, Zeit ist weg. Klar. Ehe die Koboldkiste da ankommt, ist nicht so der Knüller. Nee, also ich muss wirklich sagen, ich muss erst wieder reinkommen. Ich war wirklich nach dem Update eine Weile inaktiv. Schock, merkt man ja auch. Also da brauche ich jetzt kein Hehl drum machen. Also es macht Fun, nicht das Ding, aber. Oh, ich bin mit COC jetzt momentan ein bisschen mehr angezockt. Angezeckt, wie auch immer. Also das lasse ich momentan so ein bisschen liegen. Also habt da Verständnis für. Habt ihr ja grundsätzlich, das ist ja gar kein Thema. Da habe ich gar nicht das Problem. Aber wenn ihr halt eben merkt, oh, da. Oder beziehungsweise wenn ich halt eben merke, oh, nee, ist jetzt gerade nicht so, bringt's nichts. Bringt's halt wirklich nichts. Ansonsten ist es halt wirklich so, abends. Macht das schon Gaudi. Also man setzt sich ran oder über einen Tag nochmal. Zack, ist das schon cool. Aber wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen raus. Bin ein bisschen raus, mal gucken. Haut mal ein bisschen, bitte nochmal ein gutes Deck raus. Einfach, dass er nochmal sagt, ey, hier das und das spiele ich und damit geht es richtig, richtig nice zur Sache. Ich kann euch nochmal kurz meine Karten zeigen. Klar, dass ihr seht, okay, wie in welcher Konstellation das alles ist. Ich würde, denke ich mal, nochmal 5 € raushauen dafür. Mal gucken, vielleicht ist mein App-Bounty-Zeug auch bald wieder so weit voll, dass ich bei dir da mir wieder eine 10 € iTunes-Karte gönnen könnte. Aber wie gesagt, hier würde ich 5 € für das Gold halt, dass ich halt die kleine Maus hier ein bisschen upgraden kann. Das wäre schon ziemlich geil. Aber wie gesagt, da kommt Zeit, kommt Rat, alles cool. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wie gesagt. Und dann ist das Chico. Und ja, ich denke mal wieder die nächsten Tage dann wieder ganz normal COC. Aber momentan wird es eh ein bisschen weniger, weil ich wirklich nicht viel so Zeit habe. Haut mal rein, ich wünsche euch was. Ihr seid die Besten. Bis dann, ciao, ciao.